Hallo, liebe Leute, ja, und herzlich willkommen zurück. Wir sind zwar im LS19, aber ein leicht anderes Format, denn ich wurde gefragt, Mensch, kannst du dir mal ein paar von deinen Mods vorstellen? Da ich, na Mensch, welche denn? Na, am besten einfach alle. Da dachte ich mir so, ja, na klar. Ja, pass auf, wir gucken einfach mal hier in der Übersicht, was ich denn so an Mods installiert habe und wie viele und nur, dass ihr mal vielleicht einen ganz kleinen Eindruck davon bekommt, was das für ein Ausmaß nehmen könnte. Ich roll hier mal langsam runter und ihr seht ja, was hier so durchtickert. Das sind derart viele und davon ja nicht wenig. Also, ne? Das hat sich angesammelt, seitdem der 19er rauskam. Kam immer was dazu. Selten habe ich mal ein bisschen durchsortiert, was ich nicht mehr haben wollte, rausgeschmissen. Aber da echt jeden Tag, aber wirklich jeden Tag irgendwie neue Mods erscheinen auf mehreren Mod-Seiten, ist dementsprechend hier ganz schön was zusammengekommen. Wir werden nicht auf jeden einzelnen eingehen, weil manche Sachen sind halt auch im DLC enthalten und oder kennt ihr schon aus dem Video, dann werde ich jetzt sagen, guck mal Leute, hier, da ihr habt es jetzt schon. Aber im Großen und Ganzen würde ich das hier recht kurz halten. Also ich versuche es mal und wir gucken uns mal die ersten an. Pass auf, dafür gehen wir auf die Lakeland Vale 3. Ja, wir gehen auf Starten. Da steht jetzt nochmal, welche Map das ist hier. Und wir werden uns da aber hauptsächlich nur am Shop aufhalten. Und dann gucken wir uns da mal die ersten Sachen an. So, hier befinden wir uns nebenbei beim Shop. Ich muss sagen, das ist ja nicht so hässlich, das Ding. Der ist, glaube ich, von der Westbridge Hills. Da habe ich den schon so, vielleicht schon früher. Auf jeden Fall ist das hier echt ein hübsches Ding. Hier stehen tolle Traktoren drin. Die will ich aber eigentlich auch nicht zeigen. Da oben dreht sich eine Challenger-Raupe über dem Kreis. Wunderbar. Eigentlich geht es darum, hier gucken wir uns die meisten Dinge an. So, wollen wir dann einfach mal rein starten. Pass mal auf. Wir gucken mal, wo fangen wir denn überhaupt an? Also, ich würde sagen, immer bei Kompakttraktoren drin, ne? Das hier zum Beispiel ist so ein Minen-LKW. Hier kann ich leider die XML nicht ändern, dass ich den hier bei LKWs mit drin schieben kann. Deswegen ist er hier im Einzelmenü mit aufgeführt. Ja. Pass auf, wir können uns den auch mal angucken hier. Wir können hier mit Nummern vorne am Kühlergrill durchnummerieren, wenn man hier Bergbaumap spielt oder sowas zum Beispiel. Können wir uns ja mal anschauen. Also Farben ändern kann man nicht. Das Ding bleibt so, wie er ist. Und ja, ist ein Riesenhammer-Ding. Habe ich gespielt auf der, oh Gott, wie hieß denn das? Yukon River Map, glaube ich. Da konnte man richtig schön Bergbau betreiben. Dafür ist das Ding top. Einwandfrei. Kamerapunkt ist leicht unterm Fahrzeug, aber das ist nicht so schlimm. Motorklang hat er. Ja, hört sich an wie ein LKW. Will ich eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen, weil mit dem Ding spiele ich eigentlich so wie überhaupt nicht. Habe ich die XML ein bisschen verändert. Der fährt 57 km/h. Fährt sich eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Ja. Wie gesagt, der hat 65.000 Liter passen darin. Und ich weiß ja nicht, habe ich den? Nee, Quatsch, den konnte ich gar nicht verändern, weil die XML lässt sich nicht verändern. Genau, der kann alle Typen aufladen. Alles, was es gibt. Ja, also wir wollten aber hier hin. Kompakttraktoren, das sind alle Originalen hier. Die Traktoren aus den DLCs, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, weil die sind ja eigentlich bekannt. Das ist alles aus dem Alpine DLC, steht der immer hier unten. Da in den orangen Schriften steht mal, wo das herkommt. Dann kommen hier die aus dem Class DLC. Das ist der erste Mod hier. Die beiden kennen wir auch schon aus dem Alpine DLC, da brauche ich eigentlich auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist immer der Eicher und immer der Fendt. Die habe ich beide von Forbidden Mods, ne Quatsch, von Modding Welt sind die, genau. Und ich muss sagen, die meisten, die ich habe, sind entweder direkt vom ModHub selber, also modhub.de, was man auch direkt über das Spiel auf Mod zugreifen kann. Das Originale von Giants. Oder
Das kommt von modhub.us. Also von einer von den Seiten, entweder von Modding Welt. Da sind sehr, sehr wenige her. Der ist aber verdammt schöne Mods, muss ich sagen. Da gibt es einfach einen Modding Welt und dann kommt er dahin. Modhub.us, muss ich sagen, gibt auch die meisten auch täglich aktualisierten Mods, auch für ein ETS und ATS und noch für echt viele andere Spiele. Also das ist meine Lieblings-Mod-Plattform, muss ich sagen, wo ich echt jeden Tag mehrmals drin schaue, ob was Neues gibt, und da wird unnormal viel aktualisiert und neu veröffentlicht. Über Modhoster zum Anfang ja, mittlerweile hat es doll nachgelassen. Da gibt es aber auch coole Sachen. Man muss da echt ein bisschen suchen und dich mit anfreunden. Dann funktioniert die Sache auch. Man muss auch genau lesen, weil da steht für einen 19er oder für einen 17er oder für einen 15er, einen 11er, 9er, hast du nicht gesehen. Forbidden Mods, eine Zeit lang sehr, sehr, sehr gerne benutzt, weil da auch schön aktualisiert wurde, hat auch mittlerweile komischerweise sehr nachgelassen. Und über den Original-Mod-Tab halt, ne? Darüber beziehe ich meine Mods, über eigentlich nichts anderes. Das beschränkt sich echt auf die Dinger hier. Hauptsächlich hierauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. Schauen wir hier mal weiter. Also, den fand ich eigentlich nur cool, weil es den im 17er als Originalmod gab. Oder als Originalfahrzeug. Besser gesagt, hier kann man die Felgenfarbe verändern. Dann haben wir hier die Hauptfarbe glänzend oder ein Weinrot oder ein Schwarz. Kann man auch machen. Sehr schön eigentlich. Dann hast du hier halt verschiedene Motorenvarianten oder Modellvarianten. Hast du hier einen 96er, einen 92er, einen 1255 oder einen 1455. Der ändert sich dann auch immer die Aufschrift. Reifenvariante, auch eigentlich sehr cool bei dem Ding hier. Weil du hast Michelin, Trelleborg, Midas. Und du kannst vorne so die Laufrichtung der Reifen umkehren, die normalen Sachen konfigurieren hier. Jo, nehmen wir bei Mieters drin. Ist eigentlich sehr untypisch, dass man die vordere Achse die Laufrichtung umkehren kann, aber okay. So, bei Mieters sieht denn Gewichte an den Hinterrädern. Jo, und Michelin halt verdammt große Felgen hinten, breite Reifen. Ja, also das Fahrzeug lebt von breiten Reifen und ich finde, das ist trotz alledem ein sehr, sehr schönes Modell. Ich habe den auch im 17er verdammt ja nie gespielt. Und hier mit Fronthydraulik oder Frontgewichten. Dann hast du hier verschiedene Auspuffvarianten. Also echt verdammt viel, was man hier machen kann. Rundumleuchten kannst du hier durchkonfigurieren mit oder mit ohne Bede, ja, nein, vielleicht. Luftfilter und Frontlader-Konsole, ja, nein. Wir können ihn dann mal kurz nehmen. Und dann würde ich vielleicht noch mal hier in den Akkus darin gucken, weil den finde ich eigentlich auch ja nicht so schlecht. Davon gibt es aber auch viele verschiedene. Da muss man halt gucken, welche man haben möchte. Die welche aus dem modhub.de oder modhub.us oder wo auch immer. Echt verschiedene Varianten, kannst du hier anmalen, wie du gerade Bock hast. Mit verschiedenen Frontgewichten, wo du die einzelnen Gewichte draufpacken kannst, ohne oder Fronthydraulik. Bei Mieters gibt es keine Reifenvariantenänderung und bei Trelleborg kannst du halt hier Groß, Riesen, Doppelpflege und ja, all sowas. Design, verschiedene Kabinen, wo die Dächer geändert sind, mit Turbo-Aufschrift und ja, Kotflügel, vorne ohne, hinten ohne Verbreiterung, dann hinten mit Verbreiterung, hinten mit breitere Verbreiterung und vorne mit dabei und dann geht von vorne los. Und Motorisierung haben wir bis zu 160 PS. Frontlader-Konsole, ja, da ändert sich auch die Position vom Auspuff. Den gucken wir uns nochmal mit an. Und dann habe ich hier noch einen Dutra. Das ist ein DDR-Traktor. Den habe ich noch nicht so lange. Ich weiß ja nicht, von wo der kommt. Ich glaube, von
Modhub.us, wie so viele. Den gucken wir uns nochmal an. Hier können wir überall Bügel auf der Kabine. Ja, nein, vielleicht. Und das war's. Ne? Mehr hat er nicht. Mehr braucht er nicht. Den gucken wir uns auch noch an. So, dann nehmen wir mal raus. Und ich würde sagen, den hier. Den nehmen wir mal wieder ab. So, da stehen sie, die drei. Das sind eigentlich auch richtig geile Starttraktoren. Also die ersten beiden, ne? Hier der Case und der Deutz. Die machen eigentlich alles, was sie sollen. Gerade ist am Anfang gar nicht so schlecht. Komm, wir steigen mal ein. Wir hören uns die mal an. Wie sehr hat der? Doch, der hat zum Beispiel animierte Auspuffqualmschichte. Und ich mag halt die Form. Das ist ein richtig schöner viereckiger Trecker. Der hat jetzt ja eine 0815 Textur. Von innen drin ist jetzt auch nichts weltbewegend. Es war animiertes Pedaleriewerk. Tacho funktioniert. Ja. Eigentlich nichts Besonderes. Ne? Wie aus einem 17er halt. Mehr oder weniger. Hier liegt noch ein bisschen Ackerschienenbesteck im Fußraum drin rum. Ein paar Warnleuchten. Und das war's. Da hinten ist ein Aufkleber auf der Heckscheibe, alles klar. Und ja, der Rest ist, ne? Selbsterklärend. Dann haben wir den Deutz. Den muss ich sagen, finde ich echt ein schönes Modell. Der hat auch einen sehr schönen Motorenklang. Und das ist halt eigentlich wie ein originaler Giants-Modell. Auch verdammt detailliert und vernünftig. Die Texturen passen soweit. Für so einen kleinen Hoftraktor eigentlich ideal, wenn wir sich so zur Pflege von der Kühe oder Tiere, je nachdem, was ihr habt. Ja. Frontlader eignet, immer sehr wichtig. Und der Gerät hier, muss ich sagen, ja. Texturen, jenso, die sehen aus wie vom LS11 oder sowas. Aber sind halt trotzdem da. Hier, Verteilerpumpe ist angedeutet mit Filtern und Leitungen. Eigentlich hat er alles, was er braucht. Lichtmaschine, Starter, alles da. Auspuffanlage, Filter, Lampen. Reifen, naja, geht so. Wie gesagt, ist halt echt ein altes Texturmodell, ne? Von hinten. Hat er echt viel, muss ich sagen. Kabine hinten ist offen. Man könnte eigentlich direkt so einsteigen. Wir starten den mal. So, die Lichtmaschine ist animiert. Vom Motor, Lauf, Klang, Geräusch. Sehr identisch. Also für so einen alten Diesel hört er sich verdammt gut an. Hupe hat er. Ja, ist halt ein alter DDR-Schlepper, ne? Der Qualm aus dem Auspuff ist auch verdammt blau. Problem hierbei nur, wenn wir mal hinten mal anhängen. Beispielsweise das Wasserfass mit Low Attachy. Wenn wir da mal ranfahren, dann kuppelt der das über die Ackerschiene an, die nicht vorhanden ist, leider. Okay. Das war natürlich Vorführbeispiel. Pass mal auf. Ich zeige euch das mal. Und zwar an einem anderen Wasserfass. Wenn wir jetzt hier mal die Beleuchtung einschalten und der hat hier Low Attachy und der möchte den über die Ackerschiene ankuppeln, dann macht er das nicht, weil hier nicht animiert. Das war sein Kuppelpunkt. Schläuche macht er ran. Hier die Zapfwelle, der Ausgang, der Zapfen, der bewegt sich auch. Aber hier ist halt keine Ackerschiene. Ja. Dazu kommt auch noch was, ne? Aber ich würde sagen, erstmal zum Start hierzu sollte das erstmal sein. Die drei Sachen. Ja, wir können nochmal durchgucken, was wir hier bei den Kompakttraktor noch so haben. Wie gesagt, die Originalen oder die aus dem DLC, das sage ich jetzt nicht zu. Die beiden hatten wir schon. Dann hätten wir hier noch den Case zum Beispiel
haben wir auch Little Norton Gameplay schon gehabt. Beiden Ford-Traktoren, die können wir uns beim nächsten Mal angucken. Ja. Ich weiß noch nicht, ich glaube, die Mod-Vorstellung-Videos werde ich auch nicht so lang machen. Also hier ist jetzt schon eine Viertelstunde. Länger wollte ich es eigentlich nicht. Deswegen würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns die anderen an. Die Regelmäßigkeit hierzu kann ich auch noch nicht genau sagen oder die Reihenfolge. Schauen wir einfach mal. Ich bin ein bisschen gespannt. Wie gesagt, beim nächsten Mal mehr. Bis dahin, macht es gut. René hauen. Thank you.